Pippo Colina. Grazie mille, buonasera, buonasera. Aufgespult aus dem Münchner Lustspielhaus. Das heißt aber auch immer, dass nicht nur ein Gast da ist, durch dessen Leben wir uns dann spielen, sondern dass einer dabei ist, der mit mir seit, ich weiß nicht, 15, 16 Jahren musiziert und der auch heute wieder die Polina-Musik und die Schmidbacher-Musik zusammenbringt und zum Klingen bringt. Martin Kelverer. Pippo, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Lass uns zum Warmwerden eins von dir spielen. Und zwar eins, das damals auf Rai Uno, als es gemacht wurde, ganz, ganz oft im Radio lief. Chiara Montigolfi. Ja. Ci torno spesso a Chiara Montigolfi. Con le sue strade nervicate al cielo, l'anima pigra, barocca d'autunno, e il vento in attesa d'un nuovo sollievo. L'anima vecchia dei muretti a secco, degli agavi in fiore, l'odor del tabacco, con gli anziani che giocano a carte, giù in piazza, che di pomeriggio il tempo si ammazza. Lai, lai, lai. Ich mochte das Lied immer, aber was ist Chiara Montigolfi? Ja, Chiara Montigolfi ist ein kleines Dorf in Sizilien, in der Provinz von Ragusa, ein typisches Dorf für diesen Gebiet, wo alles barock ist. Das ist ein gemeinsames Punkt mit Bayern übrigens. Irgendwo. Weil das so viel barock ist, oder wie? Ja, doch. Überall ist barock dort. Die Kirche sind barock, die Häuser, die Straßen, die Gemeindehaus, die Leute, ist alles barock. Alles hat sich bis 17. Jahrhundert... Come in Baviera, no? Più o meno, no? Das stimmt, ja. Ja, ja, das, wir haben viele Barocken, wir sind auch katholisch, genau wie da drunten auch, gell? Ja. Also noch alles. Ja. Chiara Montigolfi ist der Titel für dieses Lied, weil ich habe ich bin immer wieder dort gewesen, weil es ist so ein schönes, wirklich putziges Dorf von diesem Gebiet. Dann bin ich, einmal habe ich in eine Geschichte gehört, in eine Bar, dass ein Typ hat erzählt, dass sein Sohn ist emigriert nach Norditalien. Und da ist mir die Geschichte eingefallen, dass diesen Junge, also ich habe eine natürlich erfunden, dass es dieser Emigrant nicht nach Norditalien emigriert ist, sondern nach Kanada. Das war natürlich eine Lüge. Er hat eigentlich ist eben in Norditalien emigriert, aber er hat erzählt, dass er nach Kanada gegangen ist. Und das war eine Geschichte, das oft, also ein Lied, das oft gesendet wurde in die Radio Norditalien, in Radio Rai Uno eben. Und die Leute von Chiara Montigolfi waren sehr überrascht, dass es ein Lied, das so heißt, gibt es in die Radio zu hören. Die haben mich angefangen zu schreiben und eines Tages hat sich der Bürgermeister gemeldet bei mir. Echt, oder? Ja, Bürgermeister von Chiara Montigolfi. Von Chiara Montigolfi. Sagt, Signor Pollina, es hat so viele Touristen, die bei uns kommen, seit ihr das Lied zu hören ist in Radio Rai Uno. Und sie mussten sogar ein kleines Hotel wieder öffnen. Weil die hatten kein Hotel gehabt und so ganz viele deutsche Touristen übrigens sind da gewesen. Und sie haben uns eingeladen, ein Konzert zu geben in der Piazza Barocca. Und war das schön? Seid ihr hingefahren? Wunderschön. 3000 Leute sind gekommen, vom ganzen Dorf sind 3000 Einwohner. Alle haben sich einen Stuhl von zu Hause gebracht, weil... haben sich in der Piazza gesessen und haben das Konzert... Natürlich, die wollten nur das Lied Chiara Montigolfi hören, aber das ist... haben wir alle letzte Zugabe gesungen, natürlich.